So. Wir könnten hier theoretisch 4 Generatoren wieder hinstellen. Da würde ich das ja auch nicht so sehen. Dann hier aber vielleicht die Wand schon hochziehen. Und das hier bloß dann als Stromkabel, als Kabelkanal nehmen. So, klack. So, dann haben wir das schon mal. So, so meinte ich das jetzt nämlich. Okay, geht doch. Ich dachte, ich kann unten eine Wand bauen. Das wäre nicht so geil gewesen. Ah, das ist ja hervorragend. Okay. So. Gut. Wir müssen hier unten die Wand bauen. Geht das überhaupt? So, sonst kriegen wir nämlich die einheitliche Höhe nicht hin. Das ist echt beknackt. So. Okay. Aber schaut ganz gut aus. Also wir kriegen das. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. So, klack, klack. Hallo? So. Dann Beton. Haben wir wieder ein bisschen was. Das wird ewig und 3 Tage dauern. Aber ich glaube, man weiß ganz gut, wo ich hin will. So. Und dann machen wir jetzt von hier rüber, bauen wir die Platten einfach so hoch. Dann weiß ich auch, welche Höhe ich dann brauche letzten Endes. Und dann können wir das hier drüber bauen. Das heißt, das sieht man am Ende nicht mehr, weil das wird alles eingekerkert oder eingekesselt. Wand für Förderband. Okay, das geht so nicht. Wandhalterung für Förderband. Es gibt Wandhalterungen. Ach, das ist ja cool. Okay, hier passt aber gar nichts hin. Kann ich hier generell eine Wand hinbauen? Nee, ne? Hier geht gar nichts wandtechnisch. Weil es halt genauso mittig ist. Das ist ehrlich gesagt nicht ganz so geil, aber gut. Ist halt so. Okay. Muss ich mitleben. Was kriegen wir hier rein? Okay, wir kriegen hier gerade mal so viel reingefördert, dass wir Beton rauskriegen. Also ist nicht die schnellste Produktion. Naja. Okay. Wow. Achso, noch eins hoch. So, klack. So, weil hier hätte ich gerne jetzt die Stromtrasse entlang. So, jetzt fehlt hier der Beton. Aber ich könnte hier den Strommast hinstellen. Zack. Kabel hier so her. So, dann komplett hier bis hinter das ganze Kabel. So hatte ich das nämlich vor. Dann sieht das nämlich relativ cool aus.
Und dann muss ich bloß noch hin und was überlegen. Wie ich das hier am dümmsten mache. Ja, und dann nehme ich ein Stromkabel dann komplett durch. Das heißt, wir können hier die Wand nämlich dann komplett zumachen. Und dann schaut das auch so ein bisschen nach was aus. Dann ist es nicht ganz so minimalistisch gehalten alles. Kann ich hier runterspringen, ohne mir weh zu tun? Ja, es geht. So. Hallo? Klack. Was ist das denn hier? Toll, ein Strauch. Ich liebe Sträuche. Nein, das wollte ich nicht. Ah. Kann ich hier nicht irgendwo, konnte ich nicht irgendwo so Gitter bauen? Fundamente. Ich hätte gerne so Gitter hier noch dran, so Sicherheitsgitter, dass man nicht einfach so schnell runterfällt. So, haben wir das. Okay, das würde gehen. Klack. Und klack. So. Ja, ich glaube, so schlecht ist das gar nicht. Blöde Frage. Wände. Ich könnte sogar eine Wand hinbauen. Geil. Gibt es hier eine Wand für Förderband? Würde das gut ausschauen? So halb. Nur aus Neugierde. Kann man das so anbieten? Dann kann man hier so runter gucken, hat hier die Stromleitung, kann ich hier das alles zubauen. Achso, mir fehlt Beton. Aber das sollte gehen. Wir müssen es zwei hoch machen, dann können wir auch einen Deckel drauf machen dann später. Okay. Also ich glaube vom Prinzip hier schaut das gar nicht mal so blöd aus dann. Das sollte ganz gut hinkommen. So. Hier kommen noch vier Generatoren ran, da können wir den Raum hier auch zumachen dann. Also. Die können wir hier so zumachen dann einfach. Komme ich hier durch? Nee, ne? Ah doch, ich komme hier sogar durch. Das glaube ich folgendermaßen. Ich brauche, wo ist die Tür? Tür, Tür, Tür. Wand mit Tür mittig. Wand mit Tür links, Wand mit Tür mittig. So, machen wir das so. Klack. Klack. So. Das heißt, man kommt hier rein. Nicht genügend Freiraum. Hier kann ich eh keine Mauer hinbauen. Oh, warte mal. Haha, das geht gar nicht, was ich vorhab. Ah, das geht gar nicht, was ich vorhatte. Oder? Hehehe, es geht nicht. Weil ich musste einen Ding Abstand halten. Das heißt, die Wand da, die muss eins weiter rein. Sonst geht das hier nicht.
Kann ich dann einen Generator hier hinbauen? Okay, hier würde es gehen dann. Das wäre kein Problem. Hier wäre auch kein Problem. Also die Treppe stört nicht, aber die Wand stört ihn. Okay, dann muss die Wand da raus. Dann muss das praktisch eins weitergehen alles. Aber ist ja kein Problem. Nur, dass ich hässliches Gras dann habe, darum wollte ich das eigentlich vermeiden. Aber gut. Haben wir hier ein bisschen grün. So. Ha. Vielleicht können wir noch irgendwas anderes hinbauen, dann ist das dann verschwindet. So, flammenwerfermäßig und so. So. Dann haben wir den kompletten Generatorenraum einfach. Ist übrigens schön, ich habe hier eine Tür, ich bin dort noch vorbeigelaufen. Dann machen wir das alles so schön zu. Ich glaube, 8 Generatoren sollten dann erstmal reichen für die Stromversorgung. Hoffe ich zumindest. Da fehlt Energie. Das ist schlecht, weil wir brauchen Beton. So. So, warte mal, Energie kriege ich gar nicht von hier, wo... von wo kriegt denn der Energie? Ich glaube, von dem Hauptgenerator hier, ne? So, klack. Jetzt müsste das da unten wieder anlaufen. Und dann müsste ich da oben eigentlich... Warte mal, ich müsste da oben jetzt eigentlich auch mal da wieder Energie reinpumpen. Dass die anderen laufen. Oh Gott, muss niesen. Oder auch nicht. Mist. Ich dachte, ich muss niesen. So. Machen wir die mal voll hier. Dass die Linden sauber produzieren alles. Schön, der ist auch fast leer. Geil. So, einmal Kraftstoff nachgetankt. Sehr schön. So, jetzt kommt übrigens mein bester Witz, den ich jemals hatte. Ich brauche hier einen Generator für eine Stromversorgung, damit ich hier Kraftstoff herstellen kann. Was relativ lustig ist. So, Blätter. So, wobei der, glaube ich, relativ wenig verbrennt. Wenn der keinen Strom braucht, verbrennt der, glaube ich, fast nichts. So. Also das da hinten schaut schon fast nach was aus. Also fast zumindest. Okay, zack. Ich denke immer, es ist hier was zum Abbau, weil es halt so komisch ausschaut, aber dabei ist es einfach nur eine kleine Mobbing-Plattform. So. Beton. Ich finde es übrigens toll, dass die hier einfach so in der Luft schweben können, ohne dass sie runterkrachen. So. So, weg damit.
Also wir können hier tatsächlich ja links noch jede Menge Fundamente hinbauen. Das ist ja nicht das Problem. Also wir könnten hier auch tatsächlich noch einen kompletten Generatorenraum mit anschließen dann. Und hier komplett so durchmarschieren. Das heißt, ich würde aber dann versuchen, dass wir maximal hier 12 Generatoren haben. Das müsste reichen. Das heißt, mal ganz kurz, kann ich hier Biomassebrenner? Kann hier einer hingebaut werden? Zu teuer. Hier kann einer hingebaut werden. Okay. Das heißt, wir könnten hier auch direkt untereinander bauen. Ah, nee, können wir nicht. Ich muss hier auf jeden Fall einigen Platz lassen. Was... halt, was bedeutet? Wir haben hier 4 Generatoren. So, zack. Zack. Also, hier kommen 4 Generatoren. Das heißt, wir haben oben nochmal die Energieverteilung dann. Und hier kommt dann die Wand hin. Also, hier. Achso, kann ich gerade nicht bauen, weil ich keine Materialien habe. Aber hier sollte die Wand dann hin. Dann ist das sauber abgetrennt. Wir kriegen hier noch 4 Generatoren. Das heißt, wir haben dann 12 Generatoren hier. Wobei das hier mit der Energie ja spannend wird. Dann müsste ich, glaube ich, hier die Dinger wegreißen, die beiden. Das hier hin machen. Ja, das kriegen wir hin. So. Habe ich schon einen Plan. Oh Mann, manchmal hakt er einfach nicht ein. Du baust und siehst schon, okay, das wird nichts, aber man baut trotzdem weiter. So, ich weiß immer nicht, wie ich das hier mache. Das wird alles eingekesselt hier, das ist dann kein Problem. Weil, wenn ich hier jetzt nämlich diese Mauer baue für die Generatoren, dass die Generatoren da relativ safe sind, dann habe ich auch nicht mehr so viel Platz hier. Das heißt, also klar, ich habe hinten diese ganze Fläche noch, aber ich muss, glaube ich, wirklich nach oben bauen. Also ich glaube, das Effizienteste wäre wirklich mehrere Etagen bauen und pro Etage dann die Fertigungsstraßen. Das heißt, pro Förderdings 2 Eisenschmelzen oder 2 Schmelzen mit einem Splitter. Hoch, Splitter in die Schmelze rein und gut ist. Und hoffen, dass genügend Materialien rauskommen am Ende. Das heißt, wir können... Wenn ich gerade überlegen bin, also wir haben hier mal angenommen, ja, ist hier eine Schmelze. 2 Stück. Dann kriegst du Eisenbarren raus. Aus den Eisenbarren fertigst du mit einer Fertigungsdingens, fertigst du was. So, jetzt brauchen wir aber... Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich fertige aus... Pro Schmelzofen fertige ich eine Komponente. Das heißt, wir kriegen 6 Komponenten daraus gefertigt insgesamt. Das heißt, wir hätten Stahlstangen beispielsweise. Wir hätten normale Platten. Das heißt, wir müssten das Ganze so bauen, dass wir dann diese Grundelemente, die wir haben, wo wir noch mehr freischalten können über die Zeit bestimmt, also die Grundelemente, dass wir die auch irgendwo zentral dann zwischenlagern. Weil ich würde natürlich sehr gerne das Ganze dann so haben, dass wir relativ entspannt das Ganze dann verteilen können. Also dass du zum Beispiel sagen kannst, du brauchst jetzt Schrauben. Hier, wir bauen Schrauben jetzt für das... für, keine Ahnung, für modulare Rahmen. Das heißt, wir brauchen verstärkte Eisenplatten. Das ist das, was wir aus Eisenbarren kriegen momentan. Eisenplatten und Eisenstangen. Das heißt, da müssen wir die Produktion auf jeden Fall ankurbeln. Das heißt, wir haben 3, die in der Regel
Wir haben dann drei Schmelzen, die Eisenplatten herstellen, drei Schmelzen, die Eisenstangen herstellen. Die werden überall zwischengelagert. Oh Gott, das wird echt kompliziert. Oh Gott, wenn Hepi rechnet bzw. denkt. Ja, das stimmt, das ist gar nicht mal so einfach. Ich brauche Beton. Das wird echt ein Fest. So. Wenigstens haben wir eine schöne Musik diesmal, nicht einen Dauer-Skype-Anruf. Ich lasse den Baum hier mal da, weil da gibt es immer Nahrung, glaube ich, von diesen Nüsschen. So. Ich bin gerade echt mega am Überlegen, wie ich das am dümmsten jetzt mache hier. Nicht hier hinbauen überhaupt? Nicht genügend Freiraum, okay. Aber so würde es gehen. Ich war eben ein bisschen geknickt, glaube ich. Oh Gott. Ruckeln da auch, ich finde das super. So. Ich habe den Verdacht, dass das einigermaßen gut wird, was ich mir gerade überlege. Das hoffe ich zumindest. Ich brauche bloß Ressourcen gerade. Ich muss meine Ressourcen einsammeln. Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Das reiße ich hier alles ab, ne? Das ist euch bewusst. Das fliegt hier alles weg. Das machen wir alles schöner. Das gefällt mir alles nicht hier. So. Eisenplatten habe ich genug. So, sagt Eon und riss nach 3 Tagen wieder ab. Ja, das hier fliegt eh alles weg. Das hier, das gefällt mir gar nicht hier. Das war prinzipiell, glaube ich, ganz gut überlegt oder so rudimentär gut überlegt, aber mittlerweile denke ich mir so, nee. War keine gute Idee. Wie im echten Leben. Ja. So, komm mal her, Förderband. Klack.
So, es ist einigermaßen gerade. Ja, geht schon. So. So, Produktion, Schmelzofen. Ist nicht ganz mittig, aber das heißt, wir produzieren den hier, den da. Der gleichen Höhe. Ja. So. Ich glaube, das wird gut. Logistik, Förderband, Splitter. So, klack. Zack. So, wie schaut das jetzt aus? Einigermaßen gut. So, das heißt, das fließt jetzt alles da rein. So. Kann ich da jetzt eine Wand hinbauen? Jawohl, das geht. So. Hier auch? Jawohl. So. Dann wissen wir schon, die Wände müssen 3 hoch sein. So, okay, jetzt fehlen Eisenplatten. Okay. So, und das Ganze dann so. Und da oben kommen dann die restlichen Eisenschmelzen drauf. So, und dann muss ich mir bloß noch überlegen, wie ich den Strom hier reinkriege. Kann ich einen Strommast hier drauf bauen? Nee, ne? Das geht nicht. Aber ich kriege den Strommast hier rein. Komm ich hier noch durch dann? Ja, ich kann hier noch durchlaufen. Sehr gut. So, klack. Klack. So, das heißt, wir kriegen hier den Strom hin. Das heißt, ich kann das relativ zentral verteilen, auch das Ganze. Nee, da zündet er alles an. Das stimmt nicht. Nicht immer. Produktion, Schmelzofen. So. Wie habe ich den jetzt gebaut? Okay, ich will das nicht genau hinkriegen, glaube ich. Das wird nicht hinhauen. Aber na, warte mal. Krieg ich vielleicht doch hin. So. So, da geht die Platte los. Und dann 3 rein. Da, wo die Platte losgeht, 3 rein. So, und dann haben wir das relativ... So. So. Zack. 1, 2, 3. So. Hervorragend. Das sind die direkt untereinander, nämlich. Hello, ihr Süßen. Hallo, Storage Girl. Einen schönen Abend wünsche ich dir. So. Schmelzöfen. So, Moment. Irgendwie schaut das nicht so gut aus. So. Nein.
Ah doch, hat gepasst. So. Hervorragend, dann haben wir das. Wir haben gleich keine Eisenplatten mehr, ne? Ja, Eisenplatten aber keine mehr. Weil dann brauchen wir jetzt eine Förderung hier rüber. Und dann hier so hoch. Ich hoffe, das funktioniert alles. So, guten Abend, laut Größenwahnsinnig. Hallo Lazy Frosch, einen schönen guten Abend. Wieso Größenwahnsinnig? Ich habe nur etwas... Ich will nur ein bisschen bauen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Was es nicht tun wird, aber naja. Schau mal. Ich würde ganz schneller rennen. Ich komme mir so langsam vor. So, ich brauche eh Beton. Beton! Beton, Beton, Beton. Babang, babang. Wenn die Produktion einmal stehen würde, wäre es kein Problem. Dann hätte ich da hinten hoffentlich genügend Materialien dann, dass das alles funktioniert. Aber so wird das eher etwas schwierig. 55 Eisenplatten. Naja gut, nehme ich mal mit. Besser als nix. So. So, ist das die Outro-Musik im Hintergrund? Stimmt, das irritiert mich gerade voll. Ja, das ist Ori and the Blind Forest und das habe ich auch im Outro drin. Also ja, ist die gleiche Musik wie im Outro. So. Gut. Dann brauchen wir jetzt folgendes. Wenn ich Deutsch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also, wir haben gesagt: Mauer, Mauer. Mauer, Mauer, Mauer. Der Baum, das ist blöd positioniert. Ah, nee, passt perfekt. Ach nee, passt nicht perfekt. Verdammt. So, kann ich jetzt mal eine blöde Frage. Wenn ich jetzt hier, ne, eine Mauer baue.